Heute lassen wir es einmal richtig krachen. Mit meinen Jakobsmuscheln mit Rote Beete Cassismus. Dann grillen wir ein paar King Browns und hauen auf die Pauke mit einem Chateaubriand mit Morchelremoulade. Ja, Elmar, was ist denn das für ein Spielzeug? Das ist ja ein Bonsai-Böller. Ja, Alfons, wir haben doch gesagt, heute wollen wir es einmal richtig krachen lassen. Ja, stimmt, aber nicht mit dem Krachal da. Ja, mit was möchtest du schießen? Mit der Gulaschkanone oder nein, was? Schon mit deiner. Und die Kerl hat ein bisschen aufgetunt. So, die mache ich jetzt richtig scharf. Aha. Ja, die brennt. Ha? Bin ich gespannt. Jetzt hat er. Eins, zwei, drei, Feuer! Es war also ein richtiger Rohrkrepier. Oh, dankeschön, Elmar. Aber keine Sorge, meine marinierten Jakobsmuscheln mit der Rote Beete Cassis-Creme, die zünden. Ich rieche schon Lunte. Also dann gehen wir, packen wir's. Also, wir starten mit dem Rote Beete Cassismus. Ich habe hier die Rote Beete, die gibt es ja gekocht zu kaufen. Vakuumiert, die kennst du, die sind super, ja, finde ich, da ja, brauchst du es nicht schön. Und jetzt machen wir daraus ein Mousse, das heißt, ich habe hier den Cassis. Mhm. Ein bisschen Essig. Cassis weiß ja jeder, das ist schwarze Johannisbeere. Ja, genau, schmeckt gut. Saft und Shampoos oder mit einem Prosecco. Sowieso, ja. Da gebe ich jetzt die eingeweichte Gelatine rein. Jetzt nimmst du da Rote Beete, Cassis, Essig. Wie kommst du zusammen auf die Kombination? Weil es könnte ja sein, du kurz sagen, mache ich Artischockenböden mit irgendeiner Quittenremoulade. Ja. Warum jetzt gerade das? Weil die Rote Beete in der Regel immer ein bisschen erdig sind. Ja, und ja, das hat mich immer gestört. Das, also das kriegst du raus mit ein bisschen Kümmel. Das bringst du auch raus mit karamellisierten Fenchel. Und ich denke, ich muss das einmal normal rausbringen. Und dann habe ich, warte, das müssen wir noch nicht. Ach so. Das passt schon. Und dann habe ich einmal einen Cassis reingegeben. Das schmeckt wunderbar. Der geht los. Also, ja. Bisschen was anderes wird die. Wird sie weg. Das ist ein Bonsai-Böller. Ja. Langt oder? Nein, ich finde es super. Ich finde, das hast du schon. Schau her. Mm, das schaut ja aus wie Erdbeeren. Warte. Hier. Mm, sehr gut. Der wird es einmal raus da. Da rauskratzen ein bisschen. Weil du sagst natürlich vorhin Rote Beete Salat ohne Kümmel eigentlich gar nicht denkbar. Also, Rote Beete, ja, super. Ja. Weil Rote Beete in der Regel auch, sagen wir mal, eher schwer verdaulich sind. Und der Kümmel macht sie verdaulicher. Das macht der Fenchel, das macht eines, das macht aber der Koriander. Mhm. Und die Mischung miteinander, das schmeckt sensationell. Mhm. So was kann man zum Beispiel auch nicht durch. Okay? Ja, vielleicht macht man es einmal. Wer weiß. Jetzt gebe ich da ein bisschen Chili-Salz rein, da bin ich auf der guten Seite. Zwei, drei Löffel von meiner Sahne. Das Ganze werden wir ein bisschen verrühren, damit es dann luftig bleibt. Sag mal, so, jetzt man macht jetzt keinen Fehler, wenn man mal einen kleinen Zwischenprobiertest macht. Jetzt. Nein, das war kein Fehler. Gut, das würde mich einfach, wenn ich einen Löffel hätte. Ne, gib da einen. Ja, zwei. Gut, gell? Sehr ehrlich. Mhm. Ganz toll. Das Cassis ist süßlich, ja. Säure. Ja, sogar. Mhm. Und das füllen wir jetzt ab, Elmar. Das Salz, ganz wichtig, das Chili-Salz. Oh ja. Gibt es auf. Ja. Jetzt werden wir es abfüllen gleich. Okay. Das könnt jetzt ich machen und du könntest in der Zwischenzeit, weil wir haben ja zwei tolle Garnituren. Einmal das Kartoffelstroh. Was mir gefällt vom Gedanken her, das sind ja so kleine Kartoffel-Julienne, kann man sagen. Dass wenn das dann knusprig ist, weißt du, und auf diese schönen, weichen, geschmeidigen Jakobsmuscheln mit diesem Dingspiegel, Rote Beete-Spiegel kommt, das passt perfekt. Klasse. Mal schauen, dass es kracht. Das ist super. Ja, das Bett hat die richtige Temperatur, das braucht so 100, sagen wir mal, 100, zwischen 170 und 180 Grad. Mhm. So, und das werden wir jetzt in den Kühlschrank nehmen. Und holen praktisch die Gekühlten raus. Die Gekühlten raus. Okay. Ich schaue mal ein bisschen auf dein Kartoffelstroh. Das geht eigentlich dann ganz schnell. Und wenn es ein bisschen braun wird, dann kann man es schon hernehmen. So, jetzt tun wir es raus. Das hat eine klasse Farbe jetzt. Schön. Das ist schön. Das geht ja dann hinten aus ganz schnell. Also zuerst braucht es ein bisschen. Und auf einmal merkst du, wenn es ein bisschen dahin geht, dann muss es gleich rausnehmen. Wir lassen es hier jetzt abtropfen. Elmar, pass auf, den tue ich weg. Dann mache ich das Sesamsalz, Alfons. Da habe ich einen weißen Sesam.
zwei. Jawohl. Und den lass jetzt ein bisschen braun angehen, gell? Ja, genau. Weil der gibt einen schönen Geschmack, einen schönen Duft und es ist richtig der Weiße und der, ich sag mal, dann käme der Schwarze dazu, dann nehmen wir ein bisschen Chili dazu, Salz und dann gibt es so eine wunderbare Mischung wie hier von in den Schälchen. Ja, genau. Jetzt schauen wir, wie du das machst. Ich hab die Jakobsmuscheln, ja. Die kannst du jetzt auf dreimal durchschneiden. Weil die Jakobsmuschel kannst du ja auch roh essen. Gell? Ja, das ist eine wunderbare Muschel. Im Sommer gibt es ja in den Muscheln ist dieser orangefarbene Bogen, das ist der Roggen. Mhm. Den kann man auch essen, der ist sehr gut. Manche ja, aber mögen den. Manche nicht mögen nicht. Du magst ihn. Ich glaube, du das nicht. So, du isst ja alles. Nein, du isst nicht alles. Ja, aber probieren wir es mal selber. Ja. Schau her, jetzt tue ich diese Jakobsmuschel marinieren. Das heißt, ich gebe hier ein bisschen Olivenöl her. Ich hab da jetzt ein bisschen Limette, ja, ganz leicht, gell? Ja, wir haben ja gedreht so einen Film über den Jakobsweg. Und da kommst du mit den Pilger zusammen, die sind ja überall in Lyon und so, Santiago de Compostela. Die haben ja alle so als Symbol, dass man sieht, sie sind Pilger, nicht nur den Rucksack, sondern da haben sie dann so eine Jakobsmuschelschale am Rucksackhänger oder am Gürtel oder haben so ein Lederarmband, wo das drauf ist. Da sieht man, oh, das ist ein Pilger. Bist du schwanger? Nein, aber wir haben natürlich schon gespürt, das ist schon was, weißt du, wenn du so einen Weg machst. Das brauchst du eine gute Kondition. Ja, aber da passiert schon was mit dir. Und du musst ja nicht den Weg von, was weiß ich, von München durchwandern bis zum Atlantik, sondern manche machen den in 3, 4, 5 Jahren, so etappenweise. Das kann man auch das machen. Das war eher was für uns. Ja, da gebe ich jetzt noch ein paar Tropfen drauf. Olivenöl habe ich draufgegeben. Ein Satz, es ist nicht verboten, auf diesem Jakobsweg gut zu essen und gut zu trinken. Ja, genau. Also. Das ist nicht verboten. Deswegen brauchen wir von Haus aus ein bisschen länger. Aber das macht ja nichts. Gell? Genuss gehört auch dazu. So, jetzt habe ich meine Jakobsmuschel mariniert. Und ich lege jetzt da mal meine Jakobsmuschel drauf. Ja? Mhm. So. 2, sodass man das Ding auch noch ein bisschen sieht. Schön, das Grüne von der Limette. Schön, gell? Ja. Und ich mag das. Ich mag eigentlich die Jakobsmuschel so lieber. Als gebraten. Ja, mag ich es lieber. Ja. Also eine richtig klasse. Hat. Hier, geben wir ein bisschen drauf. So, also wenn ich mir Sashimi manchmal mache, dann nehme ich mir 2, 3 Jakobsmuscheln auch und die esse ich dann auch roh. Verstehst du? Ja, super. Wunderbar. Und da muss ich wirklich sagen, ich kaufe die tiefgefrorenen, weil die sind am allerbesten. Die in der Lage, die mag ich aber nicht so gern, aber die tiefgefrorenen auftauen lassen und dann kannst du es sofort hernehmen. Ja, der wird schon braun. Jetzt siehst du, es kommt schon ein bisschen. Ja. Das kommt jetzt schon immer. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, den Schwarzen schon mal dazu. Den kommt schon dazu. Da. Und ich mache dabei meine Wasabi-Creme oder sagen wir einen Wasabi-Joghurt. Ich habe hier ein bisschen einen Joghurt. Ich gebe jetzt eigentlich nur noch diese Wasabi-Paste rein. Es gibt nicht nur für die Farbe ist es gut, sondern es hat so einen raffinierten, so einen, sagen wir mal, so einen frechen Geschmack eher. Ja. Man kann es auch mit Meerrettich machen, könnte man, muss man nicht. Und da gebe ich jetzt einfach nur noch ein bisschen was von meinem Chilisalz dazu. Das kleine das geht Prise. Jetzt genau ein bisschen in diese japanische Geschichte, Wasabi mit rohem Fisch oder mit Jakobsmuscheln. Super. Und schon her und schon geht das jetzt wieder. Das muss ich jetzt einmal probieren, Elmar. Pass auf. Hier, mit einem kleinen Löffel, du schmeckst so richtig, obwohl es nicht grasgrün ist, du schmeckst so richtig den Wasabi durch. Oh ja. Ja, der kommt schon hinten. Weiß ich ein bisschen, ja. Aber weißt du, hier dieses Milde, dieses Geschmackige, dieses Fruchtige von der Rote Beete, dann diese roh marinierten Jakobsmuscheln mit dem leicht Zitronigen von diesen Limetten und jetzt noch dein weltberühmtes Salz, wenn es einmal fertig war. Sesamsalz, ja. Das kannst du aber schon jetzt zusammen tun. Das kann ich zusammen, habe ich schon. Kannst du mir schon bringen. Da hinten ist deine Schüssel. Habe Chili dazu. Und ich gebe jetzt hier ein Tipferl drauf, schau her. Das ist, da muss man rübergeben, da verbrennst du den Finger, das ist ja richtig. Ja, das heißt man. Aber riechst du, wie das. Merkst du, wie das gut riecht? Ja, merkst du, wie das gut riecht? Ja. So. Ja, toll. Das war's, gell? Ja. Scheit was. Lass uns jetzt ein bisschen abkühlen, weil da haben wir ja schon eins. Dann nehmen wir das her. Wobei deins sehr sensationell schmeckt, das muss ich sagen. Hier, ein bisschen. Schau her. Schaut schön aus. Also bastelt man das jetzt ein bisschen zusammen. Und jetzt brauche ich den Kartoffelstroh. Ja. Auch das kann man ganz leicht ansetzen, muss man aber gar nicht, weil wir jetzt hier da wir haben mit Wasabi dem Ding drauf sind. Drin, ja. Das rote Beetemus hat ja ganz leicht drauflegen. Geschmack. Das, so, da lassen wir das drauffallen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir, ob wir noch was zum Garnieren haben. Ein bisschen was Grünes, ein bisschen was Freches.
Also, es ist einfach eine Freude, Alfons. Und da sieht man ja, das ist ja nicht irgendwie zusammengedrückt oder zusammen, das ist eins gekocht. Und das gefällt mir am allerbesten. Und es schmeckt immer wieder. Also Elmar, ich bin ganz begeistert von deinem Sesamsalz, das muss ich dir sagen. Ja, hättest du es auch nicht mehr können. Nein, ist ja wurscht. Deins, das hebe ich mal auf, das ist klasse. Schau dir mal das an. Schau dir mal das an, wie das ausschaut. Der rote Betimus mit diesen rohmarinierten Jakobsmuscheln, mit diesem krossen Kartoffelstroh, mit dieser milden, geschmackigen Wasabi-Joghurt, muss man sagen. Also, nicht mal. Perfekt. Das ist für die Jakobsmuschel. Das kriegst du nicht. Noch nicht. Leider. Also, wir Bayern, Elmar, lassen uns ja andauernd krachen. Schon beim Maibaum aufstehen. Ja. Hier wird's. Oder beim Polterabend oder beim Geburtstag. Oktoberfest. Ja, noch ein Trachten im Zug. FC Bayern. Ja. Na, anders gefragt, Alfons, könntest du dir irgendwas vorstellen, wo wir Bayern es nicht krachen lassen könnten? Wie wir wollen. Also Elmar, unter uns, wir Bayern sind doch eh die Besten. Ja. Und damit du keinen Krach schlagst, mache ich dir gegrillte King Browns mit Avocado und Papaya. Ja. So, und jetzt brate ich mal meine King Browns an. Nicht viel Öl, nur ein bisschen. Es gibt ja, glaube ich, 20.000 oder noch mehr Garnelenarten. Es ist ja Süßwasser, Salzwasser, Kaltwasser, Dingswasser. Ja, Wahnsinn. Schau her. Darum haben wir rausgeschnitten. Ja. Das ist ja klar, das weiß ja mittlerweile jeder. Und jetzt legen wir es einfach rein. Also ich würze die ja immer erst nachher. Weil wenn ich es jetzt rein, dann rinnt wieder das Wasser raus. Ich meine, King Browns sind ja, das sind ja meistens immer Zuchtgarnelen, muss man wissen. Und die haben ja, habe ich gehört, kaum einen Darm. Oder der ist leer. Weil die kriegen dann, bevor sie geerntet oder abgefischt werden, kriegen die dann 3 Tage oder Woche kein Futter mehr. Ja. Aus ist. Auch praktisch. Ja, ja. Ja, sie werden verhungern und dann werden sie geschlacht. Für uns war es nichts. So, Elmar, hier. Da haben wir eine Avocado. Die habe ich jetzt folgendermaßen präpariert. Da ist ja der Kern drin und der geht ja nicht immer sehr leicht raus. Da gibt es einen Trick. Zeige ich jetzt nur theoretisch, dass man mit dem Messer reingeht und dann dreht man den Kern leicht und dann löst er sich. Und dann habe ich 3 Spalten gemacht. Jawohl. Das haut runter ein bisschen. Die Haut, die Schale kommt runter. Ja. Es und gibt dann, schau mal her, Elmar, wenn man da vorne schaut, also die linke, die da, das ist ja die, die am meisten verwendet wird. Das ist die Hass-Avocado. Wieso und heißt die, das so? Hass, die heißt Hass und ich kann nichts dafür. Und die, also die hat jetzt keinen Hass, die heißt so. Und die rechte, die glänzende, die heißt Fuerte. Also die siehst du eher weniger, aber die siehst du praktisch überall. So, das zum Thema. Das daneben ist ein Papaya, entschuldige. Ja, Entschuldigung. Ja, und das da schon her, die Kendall, wenn du essen, das ist das Beste für den Darm. Nur so nebenbei. Aber jetzt, weil du sagst, wegen Gesundheit und so, man muss natürlich schon wissen, dass das die fettreichste Frucht ist mit der Olive zusammen. Ja, aber man muss auch wissen, dass die sehr viel Vitamin 9 hat. Ja. Und 9 heißt, dass sie extrem entzündungshemmend ist. Das sind gute Fette, die in der Avocado drin sind. Na gut, aber Avocado ist gleich ein Schweinsbraten. Nicht ganz. Die kann man kalt genauso gut essen, aber dadurch, dass das du ein bisschen anbrätst mit dem Kokos, fräst sich der Kokos ein bisschen in die Avocado rein, haben wir ein bisschen was Knackiges. Und jetzt, also ich richte mir jetzt gleich mal her für mein Sossal. Ich habe hier einen Joghurt. Jetzt nehme ich den Saft vom eingelegten Ingwer. Wenn Sie den eingelegten Ingwer selber machen wollen, null Problem. Sie nehmen den Ingwer her, slicen den ganz fein. Ich nehme immer einen Apfelsaft, ein bisschen Zimt, ein bisschen Vanille rein. Koche das auf, lege den geslicten Ingwer rein. Schade, dass man das nicht sagen kann, weil ich habe das nach deiner Methode mal gemacht. Der ist wunderbar. Dieser eingelegte Ingwer, wie du den machst, der ist fantastisch. Bisschen Essig, bisschen Salz, bisschen Zucker. Und dann kannst du dieses Marinade sensationell nehmen. Der Trick ist der Apfelsaft. So, jetzt schneiden wir das einmal. Das kannst du auch schneiden. In kleine Würfel, wenn es geht. Würzen wir es mit ein bisschen rot-grünem Chilisalz mit Vanille. Die drehen wir jetzt einmal um. Kommen schon ganz gut. Kleine Würfel meinst du wirklich? Klein, ja, so kleine. So. Genau, wie du das machst. Da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter raufgehen. Jetzt. Aber sonst ist das super. Jetzt habe ich ein bisschen verpasst. Okay. Was ist jetzt da? Ich habe jetzt nur den Saft von dem eingelegten Ingwer. Mhm. Dann hast du den da, das kannst du mir mitgeben nochmal. Kannst du reinstreifen. Dann hast du den Ingwer rein da. Und dann habe ich es eigentlich nur gewürzt. Rot-grünes Chilisalz, Vanille. Also wenn du es mal probierst. Schmeckt.
Unglaublich. Es ist rot-grünes Chilisalz mit Vanille. Aber es ist der Hammer. Das müssen wir probieren. Du musst ja denken, das ist ja süßlich, diese leichte Säure von hier. Ja. Schau, Elmar, jetzt stellen wir es da noch ein bisschen auf hier. Man sollte vielleicht generell sagen, selbst bei kleinen Garnelen, wenn man irgendwie was, was ich irgendwie ein Risotto mit Scampi macht oder so, und man denkt sich, na ja, das verspult sie. Aber so kleine Darmreste, die können so ein Gericht richtig, ich sag mal, fast kaputt machen. Oberziehen, wenn man es nicht raustut. Und man denkt sich, die Garnele, da stimmt was nicht, die schmeckt nicht, die ist vielleicht kaputt oder was, das stimmt nicht. Das ist eigentlich nur, weil man vergessen hat, den Darm rauszutun. So, oder? Jetzt muss ich natürlich schauen, Elmar, dass meine Scampi, da geht jetzt runter, weil die sind, sag ich mal, fast fertig. Mhm. Und jetzt brauche ich natürlich ein bisschen ein gutes Geschmackerl da drin. Also ich gebe das nicht, was eigentlich immer am besten schmeckt. Passt. Ich sage mal, kombiniert tut mit Scampi auch immer ein bisschen Vanille oder so. Ja, ganz toll. Ein Stück Vanille noch mit rein. So also es geht zum Knoblauch aber sehr gut. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen Orange. Das lege ich jetzt mit rein. Und ein bisschen Zitrone oder eben. Steigt dein Duft. Jetzt wird's natürlich schon. Kommt's, gell? Ja, jetzt müssen wir's. Jetzt nehmen wir's dann weg. Das ist ein bisschen tropisch, exotisch. Ja, jetzt. Und jetzt siehst du, jetzt schau her, jetzt siehst du oben, dass diese Garnele zu schwitzen beginnt. Jetzt ziehe ich die weg von der Herdplatte. Und jetzt kann man dann, wenn die Temperatur ein bisschen runtergeht, jetzt kannst du ein bisschen Olivenöl draufgeben und dann schmeckt das richtig gut. Und das beträufelt man dann ein bisschen. Mhm. Aber nicht in Olivenöl braten und dieses kaputte Olivenöl dann zum Braten nehmen. Das schmeckt jetzt zum Rauchen anfängt, dann ist ja, genau. Da geben wir jetzt auch ein bisschen Rohkost-Chilisalz nehmen. Das Olivenöl drauf, das ist jetzt kalt genug. Jetzt können wir draufgehen. Jetzt werden wir es ein bisschen schwenken da drinnen. Ja, jetzt schaut und das passt jetzt auch. Fantastisch aus. Wunderbar. Und jetzt kommst du dran. Jetzt gehen wir rüber. Hier. Ein bisschen das. Passt. So her. Ja. Die nehmen jetzt so her. Das macht überhaupt nichts, wenn die ein bisschen besser abbrannt sind, Elmar. Das stört mich gar nicht. Papaya, das ist ja so eine Melonenart, eine Baummelonenart. Ja, schau, wie schön die glänzen und ausschauen. Und die noch? Schau dir mal das Gericht an. Wunderbar. Da brauchst schöne Vorspeise. Mehr. Und jetzt, damit wir noch für unsere Avocado und Papaya ein bisschen was haben, unseren Ingwer-Dip da dazu. Darf man ruhig ein bisschen fester reingehen. So, da ist es los. Schön, das ist. Ja. Aber sagen wir mal. Jetzt kann man da innen noch ein bisschen was rein. So wie du das aufgebaut hast, ist das wunderbar. Jetzt haben wir schon zu dritt, du, ich und das Auge, weil das ist auch mit. Schau her. So. Ja, tolles Gericht, oder nicht? Da brauchst du schon gescheiten Hunger. Ja? Ja, bei dir hätte ich Angst. Appetitel. Wenn man es krachen lässt, Alfons. Ja, dann lässt man Zau raus. So wie die Studenten früher. Ja, genau, die haben ein Fassl aufgemacht und haben es richtig gebechert. Und dann sind sie nachts auf dem Hauseweg beim Bauern vorbei und haben die Sei rausgelassen. Ja, haben einen Mords Gaudi gehabt, wenn der Bauer im Nachthemd dann mit der Sei zusammengesammelt hat. Der, wenn es erwischt hat. Aber du, was für eine Sau lassen du jetzt raus? Ein gescheites Rimpfig. Und zwar mein Chateaubriand mit Artischocken und einer Morchelremoulade. Hm. Also, der Chateaubriand, das war ja Botschafter in England, und der war mal eingeladen, hat er einen Steak gekriegt, und dann hat er gemeint, als Franzose, er muss das jetzt toppen. Ja. Und dann hat er seinem Koch gesagt, mach mal was Gescheites, und hat sein Koch einfach, hier, da war jetzt der Kopf das dran. Ende vom Filet. Also da geht er her, und dann machst du es so, und dann haben wir ein gescheites Filet, und so, und ich schneide es jetzt so raus, so. Also das Mittelstück, quasi. Das Mittelstück, und dann nimmst du es so, und dann tust du es so, musst du es jetzt sauber zusammendrücken, dann schaut das so aus. Siehst du das? Das, ein bisschen, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ja. Ja. Ich das so hat so ungefähr zwischen 500 und 600 Gramm. Also normal. Und jetzt gebe ich da Steak. Ein bisschen Öl rein. Jetzt gleich mal, das wird zusammengepresst. Ja klar, aber das ist klasse. Das ist richtig gut. Braten das in ganz wenig Fett an. Hier. Auch die uns auch nicht würzen. Und das muss ich jetzt praktisch
wie so ein Zirkelstor, auf alle Seiten schön langsam anbraten. Nicht zu krustig, weil sonst haben wir da wieder so Krusten drauf. Wenn wir es anschneiden, muss es wunderschön rosa sein. Das, da kann man sich noch kleine Medaillons draus machen oder ein Steak, für einen normalen Menschen ein Steak. Oder eben Filetspitzen und so weiter und so fort. So, das nehmen wir jetzt gerne wieder weg. Elmar, du kannst gerne mal dein Romanesco, dein Gemüse. Ja, genau, Romanesco. Weil du bist das heute... Ich bin der Gemüsemensch heute, der Remouladenmensch. Entre Metier. Ja. Das ist ein Romanesco und da schneidet man ein kleines Rösel ab, habe ich hier gemacht. Salzwasser, ganz einfach, blanchieren. Kann man so 5 Minuten drin lassen und dann Remoulade, da mal einen Schmand. Dann, pass auf, dann haben wir ganz was Tolles. Weil, also Morcheln ist etwas Wunderbares. Frühjahrspilz, aber getrocknet. Wir haben die getrocknete eingeweicht. Das eingeweichte Morchelwasser haben wir reduziert. Das kommt auch in diesen Schmand. Dann haben wir da einen reduzierten Port. Der kommt auch rein. Dann kommen natürlich die Morcheln rein. Das ist das Wichtigste. Ich muss das sauber hacken. Ein bisschen Gewürz rein. Ich schneide jetzt gleich mal Gemüse. Ja, die Schockenböden. Also Morcheln hat es ja früher wie Sand am Meer gegeben. Die sind ein bisschen, in Bayern zumindest, da muss man schon genau wissen, wo es welche gibt, wie man in die Schwammerl geht. Ja. So im April, Mai. Und der Morchel, ja, die Morchel haben am meisten Vitamin D von allen Pilzen. Mhm. Und wenn ich eine Soße mache, dann nehme ich immer getrocknete Morcheln her, die tue ich in ein bisschen Wasser legen, was wir da gemacht haben. Und dann, sagen wir brauchen so 20 Minuten, dann saugen sie die voll, dann gebe ich die Morcheln weg, lasse die Flüssigkeit das Wasser einreduzieren. Das haben wir jetzt da reingegeben und den Portwein haben wir auch reduziert. Was man auch machen kann, ist ein kleiner Spritzer Sherry rein, schmeckt auch recht gut. Und Remoulade, da denkt man immer sofort ans Ei, Elmar. Und, das ist eine Art Eierguillotine. Die haben wir extra für dich, habe ich noch besorgt. Wunderbar, das gefällt mir, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ja, es gibt alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt, Elmar. So. Da haben wir jetzt einmal das in dem Fall ist es ziemlich wurscht, wenn es kaputt ist. Das ist richtig. Ich gebe mal mein Gemüse jetzt gleich mal da rein. Die Gelbwürmer und die Artischockenböden. Die Schwammerl lasse ich noch heraus. Jetzt gebe ich da ein bisschen Flüssigkeit drauf und dämpfe es. So, meinen Spezialdeckel legen wir jetzt drauf und dämpfen das langsam vor sich hin. Das dauert jetzt einmal so. Das muss ja jetzt nicht so. 7 Minuten. So. Exakt winzig geschnitten sein, das kommt auch noch dazu. Das Ganze eigentlich nur gewürzt mit ein bisschen Chilisalz. Ja, sehr gut. Darf schon was rein. Also man kann jetzt auch natürlich Creme Fraiche nehmen oder Creme Double nehmen. Aber ich finde, dass der Schmand da richtig gut dazu passt. Darf ich mal probieren, Elmar? Ja, bitte, ja. Aber halt, Moment, Kerbel. Kerbel oder Salz vielleicht noch. Und ein bisschen Salz. Ja. Ein bisschen. Aber die Morcheln kommen richtig gut durch. Das muss ich dir sagen. Ja, das kombiniert mit dem Port. Das ist ganz überraschend. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie der Port die Morcheln zusammenhaut, geschmacklich. So. Kerbel und ein bisschen Salz. Lass mein Chili mal weg. Und dann nochmal. Bist du soweit? Kannst du mir das Fleisch in den Ofen nicht, oder kannst ja, du? Ja, mache ich. Aber ich kann es auch machen. Nein, probier es nochmal. Jetzt müsste es stimmen, oder? Ja, super. Ja, weißt du, was mir gefällt? Ja, das ist nichts getürkt, gar nichts. Das ist 1-1 gekocht. Und du hast ein Talent, Elmar. Ich weiß es. Hobby. Die tue ich jetzt ein bisschen weg, die brauche ich danach noch. Schauen wir mal, was unser Gemüse macht. Aha. So. Es dämpft schon. Schauen Sie mal her, diese rote Karotte, das ist eine Urkarotte, die gibt es jetzt wieder zu kaufen. Die ist richtig klasse. Halt, du gehst noch raus. Du hast doch nichts verloren. Ein bisschen lasse ich das noch voilà. Oh, ein Chateaubriand. Na, das ist doch was. Also ich lange jetzt da noch her und dann merke ich, dass das passt. Und das war jetzt eine Stunde bei 100 Grad im Ofen. Und das ist richtig klasse, Elmar. Muss ich das sagen? Eine Stunde 100 Grad, ja, genau. Das kann man sehr gut merken. Ja, locker. Ja. Jetzt brauche ich dein Gemüse noch. Normalerweise müsste das jetzt abschrecken. Ja. Wegen der Farbe. Aber du verarbeitest das ja sofort weiter, gell? Und gib jetzt meine ganzen Champignons, die Köpfe rein. Das hat man früher auch gern gemacht, hat mir über die Haut runtergezogen bei den Champignons. So. Und jetzt haben wir das praktisch da. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich noch ein bisschen Geschmackerl hinbringe. Hier, dann nehme ich jetzt einfach einen Knoblauch so. Den gebe ich jetzt mit rein, der Wetzel da ein bisschen, der macht einen guten Geschmack. Dann Ingwer gebe ich sowieso dazu. 2 Scheiben, das reicht. Und was ich jetzt ganz gern mache, ist immer, dass ich ein bisschen
Vanilleschote mit reingib. Gut, gell? Ja. Könnten jetzt auch noch. Ja. Du könntest auch wieder so sagen, man könnte jetzt auch so ein Bresal Zimt, könnte man. Ja, das stimmt, der Bresal Zimt. Wir könnten es aber auch drauf haben. Bresal Zimt. So, ja. Hier, das magst du, Elmar. Ja. Also ich habe jetzt noch reingegeben ein bisschen Orangenschale. Das macht es wieder frisch, das macht es ein bisschen fruchtiger. Super. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, da haben wir unser Steak. Das tut immer ganz gut, wenn es so ein, zwei Minuten ruhen kann. Und jetzt schauen wir, dass wir draußen noch mal ein bisschen Hitze drauf bringen. Ich habe jetzt hier ein bisschen braune Butter. Die gebe ich jetzt da rein. Mach das aber nicht mehr zu heiß. Gib jetzt hier Pfefferflakes rein. Und jetzt mache ich es so, dass ich praktisch den Knoblauch. Du hast ja noch einen da, gell? Mhm, kann ich den noch mal ziehen haben? Mhm, weil, also das braucht jetzt schon ein bisschen Dampf. Dass ich den Knoblauch da drauf reibt. Dampf meinst du aber nicht Temperatur, sondern. Nein, als Kraft. Ja, Kraft. Aroma. Aroma. Ein bisschen Ingwer noch dazu da. Ein bisschen weniger jetzt, damit der Knoblauch ein bisschen frecher durchkommt. Und hab da jetzt praktisch mir eine. Ja, so Pfeffer-Gewürzmühle gemacht. Mhm. Da habe ich drin Anis, Fenchel, Anis, ja. Dann habe ich noch einen Zimt drin und schwarzen Pfeffer. Nein, ist nicht drin. Und das gebe ich jetzt einfach da drauf. Du siehst, ich habe es noch gar nicht eingeschaltet, damit es nicht zu. Also, ich glaube, es ist ja so, dass du ja keine Butter nimmst, um was zu braten, sondern das ist jetzt quasi nur, damit sie das in das Fleisch noch schmiegt. Ja, klar. Und wenn du jetzt da mal rührst, jetzt mal ganz ehrlich. Riech einmal. So klasse, oder? Ja, Wahnsinn. So, und das darf man jetzt nur ein bisschen drehen da herin. Wahnsinn. Das ist super, das mag ich. Das ist für mich bei den Steaks. Ja, da murkst du es rum, legen das Ei, machen einen Plätzchen zusammen. Und dann nimmst du das, machst es nur lauwarm. Mm. Und du hast es jetzt da oben ein bisschen drüber. Und das ist für mich, das ist auch klasse. Schau dir mal das an. So. Jetzt nehmen wir doch mal an. Hier. Das ist jetzt für dich. Warte, und dann musst du jetzt hier, wenn du das probierst, ein bisschen Salz drauf tun. Die haben wir da rein. Wir haben bis dato noch nichts drauf. Und jetzt schneiden wir mal die Scheibe runter. Ja, schau dir das an. Und schneiden nur mal eine Scheibe runter. Und was ich immer gerne mache, ich mache dann immer das so, dass ich ein bisschen von dieser Butter nehme, das ein bisschen drauf. Ja, entschuldige, Verzeihung, dass ich es dir nicht als Erster gegeben habe. Nein, genau. Wenn schon, den schon. Also, du kannst jetzt dann um einen Wein kümmern, nachher. Ja. Chateaubriand hätte ich ganz gerne. Schau her, und das jetzt da drauf so. Und da auch noch mal. Und jetzt legt man das da drauf, hier. Dann gibt man die Scheiberl drauf. Und das Scheiberl. Und jetzt eigentlich nur noch unser Gemüse. So, und jetzt kann man das ein bisschen nett anrichten. Darf man ruhig, muss man fast mit der Hand ein bisschen hinlangen, weil sonst. Ja, so schnell gibt es jetzt keins. Entschuldige. Nicht schon. Ja, es ist klar. So, ein paar Champignon. Noch hier da. Da ist der Remoulade, hier. Die kommt dann da rein. Und die schmeckt sicher klasse. Wir haben noch so ein Karottal hier. Sie mit auf den Teller, nein, das soll ich daneben stehen. So, schau her. Wenn wir jetzt da vorgehen, dann haben wir doch ein klasse Gericht. Also ich würde sagen, Servus, Dankeschön, pfiat euch und auf Wiedersehen. Für gut. Meine Festtagsküche. Das Begleitbuch zu meiner Sendung erhalten Sie im BR-Shop und im Fachhandel. Ihr Alfons Schubeck.